Hallo. Herzlich willkommen auf unserem Stand. Sie ordnen hier schon so schön diese lustig aussehenden Einhörner, wenn ich sie mal so nennen darf. Was ja, genau haben wir hier? Die Einhörner haben auch einen Namen bei uns. Wir haben nämlich hier den Theodor. Ganz lustiger Geselle. Und Einhorn ist momentan absoluter Trend auf dem Markt. Wir haben oft schon Erhebungen gemacht. Wir haben ja eigene Niki-Shops in Deutschland, 27 Shops. Und dabei fragen wir oft die Konsumenten, Mensch, für wen ist dann das Tier? Und gerade bei den Einhörnern haben wir herausbekommen, Damen über 20 lieben unsere Einhörner. Das heißt, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gesagt, da ist die kleine 6-7-jährige Prinzessin, die will ein Einhorn haben. Die will auch ein Einhorn haben. Aber das Schöne ist, Plüsch ist für alle. Wenn man das in die Hand nimmt, dann spürt man das auch, dass es für alle ist. Steht auch Ihnen sehr gut. Ja, es ist nur noch ein bisschen zu früh zum Kuscheln, aber es fühlt sich wahnsinnig weich an. Und sie sehen einfach lustig aus, wenn man sich hier die Gesichter mal ansieht. Langes, breites Gesicht. Lustige Gesellen. Sieht richtig lustig aus. Hier haben wir jetzt Produkte für unsere ganz Kleinen. Okay. Das ist so Omas Lieblingsecke, oder? Ich könnte mir vorstellen, bei diesen kleinen Schüchen oder so schlägt eine Omi doch ganz schnell zu. Und Sie haben es genau erkannt, diese Produkte kaufen nicht die Kinder, die wünschen sich nicht Kinder, weil die sind ja klein, 0 bis 24 Monate, sondern hier kauft die Oma, die Tante, die Mutter, der Onkel das Produkt und das ist für die Allerkleinsten. Also wir haben ja ganz süße Produkte zum Beispiel, das sind hier die ersten Schüchen für das Baby. Absolut. Und das Baby die Schüchen anhat und sieht das Schaf dann vorne und das rattelt dann noch da drin in dem Schaf. Das sind also sehr, sehr hohe Qualität, sehr hoher Safety-Standard, was für die ganz Kleinen ist. Es gibt natürlich noch mehr Produkte. Es gibt den kleinen Freund zum Liebhaben. Aber wenn ich möchte, kann er dann auch noch Musik spielen. Zum Einschlafen zum Beispiel. Einschlafmusik. Und dann bietet die Palette alles, was ein typisches Kleinkind Babyprodukt haben muss. Haptik, wir haben hier so wieder greifen, genau. Aber auch hier wieder typisch, Niki. Wir verspielen hier mit verschiedenen Tiercharaktere. Wir haben hier den Hasen, wir haben hier die Eule, das Schaf, den Bär. Und dann sehen Sie dann durch die Sortimente durch, tauchen und die jedes immer hat trotzdem auf. So seine eigene Farbstimmung. Also nur weil man Details Farben mit dran bewusst macht. Es ist trotzdem dann mal blau mit rot und grün in einem Tier. Also es ist die Farben. Frohe Welt gibt es trotzdem für die Kinder, aber eben passende Farben. Unsere Designer schaffen es, die Tiere immer besonders darzustellen. Wenn Sie sich unsere Tiere anschauen, die sind nicht realistisch, wie Sie sie im Zoo sehen. Die haben immer einen Teil Comic mit drin. Und den Comic kann ich mal so machen oder den Comic mal so machen. Und dann ist es wichtig, wenn es im Regal steht und man läuft dran vorbei, dass es ins Auge fällt und sofort, man verliebt sich in das Produkt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube gerade selber nicht, dass ich sage, aber mit den Einhörnern haben sie es bei mir geschafft. Diese Gesichtsform sieht so lustig urig aus. Ja. Das ist genau das, was Sie sagen, dieses Überzeichnen, Comichafte, ist wirklich sehr schön. Eine Frage noch. Ja. In welcher Preisregion bewegen wir uns bei Ihnen? Von bis? Ja, das kommt natürlich auf die Größe drauf an, der Tiere. Aber wir starten bei den Schlüsselanhängern bei 4,99 €. Und es geht bis 120 cm, die kosten dann auch mal 149 Euro. Die sind dann aber natürlich gut und gerne auch mal so groß wie das Kind. Aber ganz locker. Gut, dann vielen, vielen Dank für die Einblicke. Viel Erfolg noch hier. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke fürs Kommen. Tschüss.